gibt übrigens 8, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hoffe, die Rätsel hier liegen mir ein bisschen näher, also liegen mir ein bisschen besser. Einer Frau den BH ausziehen, während ich vor ihr stehe, ohne den BH-Öffnung zu sehen. Schere. Alter. Schnelle Fahrstelle haben die Sowjets nicht erfunden hier. Aber mein Nacken ist Feuer. Brand. So, einmal die Post für alle abholen. Warum müssen eigentlich so viele Roboter bücken? In ihren Positionierungen. Also, der Roboter hat definitiv 2 Brüste. Und ein Bart, also. Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähig? Ich glaube, ich muss das Polymer einsetzen. Das mal eben, damit sie das auflöst. Boah, Betrug. Kann ich nicht looten. Eine Energiekugel. Eine Birne. Russische Birne. Okay, ich muss 2 Birnen zum Haupttor bringen. Aber erstmal brauche ich die Birne, um hier das Tor zu öffnen. Klappt ja gut.
Oh mein Gott, da sind Laser. Da sind überall Laser. Also manchmal sehen so ein paar Bereiche etwas sehr low-poly aus. Aber nicht schlimm, es sind nicht viele. Okay, dann wollen wir diesen Penner mal knacken. Aber insgesamt echt gutes Spiel, gefällt mir. Auch wenn die Metacritics nicht optimal sind. Beziehungsweise die Reviews. Aber man kann ja trotzdem Spaß haben mit dem Spiel. Boah, ich bin einfach so ausgehungert bei Spielen, dass mir das nicht auffällt, dass mich das Spiel eigentlich nicht antören sollte. Da war eine drin. Und die zweite wäre ich halt nicht von... Ach so. Auf dem PC bis jetzt Durchschnitt 80. Das geht eigentlich. Das ist ja das, was ich auch prognostiziert hatte. So 80, etwas unter 80, weil es sind zwischendurch, man kann sich sagen, es gibt so ein paar langatmige Sachen, aber dann ist es auch wieder eigentlich nicht verkehrt, weil alles ist ja doch ganz gut durchdacht. Die Feinde sind abwechselnd für das Falsche, aber manchmal ist es schon nervig. Das kann aber auch am Schwierigkeitsgrad einfach liegen. Manche Feinde fucken schon ab. Maschinenkanone. Die Experimentwerkstatt ist dafür zuständig, ein geschlossenes, selbstreinigendes System zu entwickeln, um das Frischluftzufuhrminimum in Lebensräumen zu testen. Solche Tests sollen zur Produktion von Schutzunterkünften führen, in denen Sowjetbürger im Falle einer Zerstörung des Ökosystems durch eine Naturkatastrophe oder von Menschenhand langfristig überleben können. Okay, nach da hinten gibt's wohl nichts. Nochmal
Kugelwechsel dich. Ich hör was. Speichere Daten. Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3, Zugang. Oh, schon mal voller Feuermod. Die zweite Kugel hole ich doch jetzt. Ach scheiße, ich muss ja die eine erstmal wieder hier vorne reinsetzen. Dass du mit der Kugel nicht hüpfen kannst, müssen wir auch mal sagen. Das ist auch irgendwas, wo ich mich frage, warum? Einfrieren. Blut gegen Blut. Wo kommt ihr alle her? Wo kommen die alle her? Eine Granate oder ein Raketenwerfer. Vorgang auswählen.
Ich könnte einen Fatboy bauen. Das ist ein Raketenwerfer. Ich weiß nicht, ob ich auf so einem engen Raum einen Raketenwerfer romantieren sollte. Feuerkartusche. Wobei ich weiß gar nicht, ob der gegen Feuerkartusche überhaupt empfindlich ist. Moment. Eine Eiskartusche. Ich weiß, das ist jetzt mal ein Gegner, der gegen Eis Probleme hat. Speichere Daten. Speichere Daten. Widerstand gegen. Oh. Das dauert zu lang, bis ich das gelesen habe. Jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht. Oh. Gott sei Dank habe ich genau davor abgespeichert. Erster Absturz in 10 Stunden. Kann man mit leben. So, Entschuldigung. Wir sind sofort wieder an der Stelle. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich. Ich muss einfach einmal durchlaufen, alle von den Speiern töten. Ich nenne die jetzt einfach mal Speier. Scheißegal, wie die heißen in Wirklichkeit. Ich erinnere mich eher an Half-Life, die früher einen mal hochgezogen haben. Thank you.
Aus unerklärlichen Gründen ist er nicht mehr da. Ich denke aber, dass er sich einfach irgendwo eingeklemmt hat. Scheiße. Der ist anfällig gegen Schneidwaffen. Nein! Er hat mich befreit! Nein, 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 nein! Oh, das kann nicht sein, ich habe mich gerade geheilt! Vielleicht soll ich den einfach nur einfrieren und hinten auf der anderen Seite durch die Tür gehen. Weil ich mache ja so gut wie keinen Schaden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder ich muss halt wirklich mit dieser Big Fat Kanone da reinschießen. Aber die habe ich ja eigentlich noch nicht. Also, beziehungsweise, ja, vielleicht wenn ich einige Waffen kaputt mache, hätte ich die. Ich glaube nicht, dass der kuscheln will.
Oder gibt es hier irgendwas anderes, womit ich interagieren kann? Nein, weg! Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich den irgendwo einsperren kann hier, aber es sieht auch nicht danach aus. Nehme ich das Kabel. Habe ich noch irgendwo was übersehen? Weil ich glaube, es entstehen irgendwo immer noch neue. Aber ich habe doch alle Spawns kaputt gemacht. Was ein Spaß. Alter! Lass das! Und wie gefällt euch, wenn ich im Kreis laufe? Ich find's geil. So, selbst wenn ich den einfriere, krieg ich nicht genug Zeit. Der ist so schnell wieder da. Dann denk mal nach, Imperator. Thank you.
gewinnt einfach nicht. Zugang gewährt. Ich muss Knarren verbessern. Ich brauche jetzt erstmal. Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Was soll es sein, Major? Kann ja nur schief gehen auf engstem Raum. Jetzt wird's persönlich. Was soll es sein, Major? Müsste ich den ja auch im Nahkampf wegknüppeln. Mit Feueraxt oder so, aber... Keine Ahnung. Naja, immerhin legt er sich hin. In der Montageabteilung werden die Einheiten für anschließende Tests vorbereitet. Angenehme Lebensbedingungen für die Menschen finden sich. Das Lebensmittel hat sich nicht auf jeden Fall zu tun. Derzeit werden nur die Einheiten für Unterbringung von Personal. Für den Neptun und sie für die alles gut. Weg, weg, weg! Ich höre hinter mir grunzen, den Penner. Dieses dämliche Seitenkabel.
Oh nein, die Rakete war verschwendet. Aber sieht anders aus. Achso, der hat sich verbunden mit einem von den Fliegedingern. Obwohl, der gefällt mir so besser. So greift er mich nicht die ganze Zeit im Nahkampf an, sondern macht eher so Fernkampfangriffe. Ja, das ist ein schöner Punkt. So kannst du stehen bleiben, wirst aber nicht die ganze Zeit. Futsch. Was? Futsch, futsch, hui, hui. Irgendwie war es Achievement. Ey Leute, das ist wirklich nicht so einfach gewesen. Wahrscheinlich müsste ich eigentlich anders, vielleicht schon höherstufiger sein, wenn ich hier ankomme. Und weil ich einen Zertrennungslaser habe oder was auch immer. Ja, Plutsch ist futsch oder so. Boah, ich hoffe, das ist der einzige Kampf in diesem Labor. In dem Testchamber, sonst ist echt für den Arsch. Ich glaube, das war ein normaler Gegner und nicht mal ein Boss. Er wird wahrscheinlich später in etwas leichteren Varianten vorkommen. Na, ich meine, ein paar Materialien. Mal die andere Kartusche wieder drauf. Wobei, das hätte man vielleicht sogar schneller schaffen können. Ich denke mal, es gleich wird ein neuer Speicherpunkt kommen. Hallo Silbertruhe. Zugang gewährt.
Warum hast du den zerlegt? Ich weiß gar nicht, warum der Dominator höher eingestuft ist. Nur wegen seiner wegen der Aufladungsattacke. Aber ich finde eigentlich den Elektro besser. Hm. Ich hoffe übrigens, ich kriege wirklich die ganze Zeit meine ganze, also die Ressourcen wieder, wenn ich was zerlege. Aber ich glaube schon, ist ja bei den Mods genauso. Hm. Ich sollte es vielleicht in Zukunft einfach nicht mehr machen. Mit dem Mai-29 Supraleiter an der Seite habe ich wahrscheinlich auch irgendwas gecrashed im Spiel. Bitte Vorgang auswählen. Zugang gewährt. Ersetzt Patronen mit Schrot, erhöht den Schaden. Ein Puls-Trennungsmodul, das einen Plasma-Ladungsfusion einleitet. Anstatt eines einzelnen Projektils werden 6 Aufpralleinheiten mit reduzierter Energie synthetisiert, reduziert die Feuerrate. Ich speichere gleich. Vor allem habe ich gerade gespeichert. Tupix, ich habe meinen Code nicht von Instant Gaming, sondern ich habe es direkt vom Publisher. Deshalb, ich weiß nicht, warum du nicht auf Deutsch umstellen kannst. Sondern nur Englisch mit deutschen Untertiteln. Ich denke mal, die einzige Möglichkeit ist da auch einfach IG-Support. Keine Ahnung. Ich denke mal, die werden wir EU, also Keys aus der EU benutzen. Ich wüsste nicht, warum es limitiert werden sollte. Alles, was es hier gab? Nein. Ich habe noch was übersehen. Brauche ich mal wieder jemanden, mit dem ich reden kann. Irgendeine Leiche. Ja, so ist das halt in dem Spiel. Das richtige Spiel für Friedhofsgänger. Don't be so necrophil. Ah, Hilfe! Das hätte ich tun sollen.
Ich experimentierfreudiger Kerl. Jetzt muss ich da nochmal reinkrabbeln. Die 20 sind einfach. Die fehlen. Also in der Wertung, ich sag 80. Du hast halt hier so die ein oder anderen Bugs. Das Spiel, also das System ist irgendwie ganz cool, hat aber auch ein paar Längen, wo du dann so denkst, es gibt so ein paar Gameplay-Entscheidungen, wo du dich fragst, warum muss das sein? Wie zum Beispiel das Durchlooten. Diese Reparaturmechanik von den Gegnern ist vielleicht ein bisschen nervig. Wenn das System, also das Ökosystem überwacht wird, auch wenn die Idee ja gar nicht mal so schlecht ist, aber die sind so schnell teilweise da, dass sich das voll abfuckt. Du kannst zwar schleichen, aber schleichen bringt dir eigentlich keine Vorteile. Wir wissen alle, es gibt kein Spiel mit Wertung 100. Kannst mit dieser Kugel nicht hüpfen. Bevor ihr euch fragt, warum ich jetzt hier so einen Unsinn mache. Ah, ich kann die aber schmeißen. Die letzten konnte ich aber nicht so gut schmeißen. Zweite Kugel. Da muss ich immer wechseln zwischen den Kugeln. Ah, scheiße, verklickt. Wollte V machen. Okay. Jetzt komme ich hier rein. Nein! Du dämliche Kugel!
Aber ich finde, die haben sich wirklich, Ideen. Also ich finde schon, dass die Rätseldesign technisch jede Testchamber ist wirklich anders. Auch schon am Anfang im Labor war es immer abwechselnd. Du wirst eigentlich nicht mit gleichen Problemen immer wieder konfrontiert. Deshalb muss man, also in dem Aspekt finde ich schon sehr cool, aber man steht manchmal dementsprechend auch auf dem Schlauch, weil du halt nicht wie in anderen Spielen, du lernst halt was und es wird immer schwieriger, aber es bleibt halt im Kern gleich. Wobei diese Magnetikgeschichte, die war jetzt auch schon mehrfach verpackt. Pyrologe ist der beste Release, obwohl die Harry Potter Crew... Ich fand Harry Potter auch gut, aber es hätte halt keine Minute länger sein dürfen. Aber so ist das hier auch ganz cool. Auswählen. Da ist die Goldtruhe. Es hat halt coolen Humor. Auch wenn wir jetzt gerade, sag ich mal, die offene Spielwelt... offene Spielwelt ist das falsche Wort dafür, das aktuelle Gebiet halt, die Testchambers abgrasen. Da hätte ich bestimmt auch später machen können. Ich habe jetzt auch übrigens überzogen, ich wollte ja eigentlich schon aufhören. Aber wir gehen jetzt uns einen sicheren Platz suchen. Und die Errungenschaften sind übrigens defekt. Der sagt mir gerade zum 10.000 Mal Decke drauf, 1 von 8. Bei Achievements. Ah ne, die sind nicht defekt, sondern es hat damit zu tun, dass das... Ah ne, das Spiel ist inzwischen released, aber ich verstehe es nicht. Moment, ne, jetzt habe ich es genau verkehrt rum. Schrotbinde gegen Maschinen, Pistole gegen organisch. Wir sind einfach unglaublich tief in der Erde, das ist doch keine Ladezeit. Auch gut finde ich, dass ich ja
angeblich im Bonus-Server das eingefrorene Gegner mehr Loot geben und dann tötest du eingefrorene Gegner und es bleibt nichts zurück. Bleibt nichts liegen. Denkst du ja auch so, hm. Sollte bestimmt auch nicht so sein. Tja, jetzt haben wir einfach 4 Stunden in der Spielwelt verbracht und haben nur Loot gesammelt. Na toll, am Himmel ist ein Habicht. Ja, das ist der, den ich wahrscheinlich vorhin zerstört habe. Ja, tut mir leid, ich habe mich ablenken lassen, habe erstmal alle Test-Chambers gemacht, die es hier gab, obwohl ich da wahrscheinlich nachher so vorbeikomme. Das Schlimme ist einfach, eigentlich wollte ich jetzt aufhören. Aber so sind die schon mal erledigt, da muss ich nachher nicht daran vorbei. Beziehungsweise muss die jetzt nachher nicht nochmal machen. Nee, eine geht nicht noch, ich muss morgen früh aufstehen. Also ich kann morgen nicht so lange schlafen. Wir sind ja schon seit 12 Stunden dran. Da kommt schon der Reparaturservice. Oh, da war eine Feuerkartusche drin. Aber ich kann auch noch mitgeben, also falls ihr das Spiel auch schwer spielen wollt, überlegt euch das ganz genau. Ich find's doch manchmal vielleicht etwas hart. Und er hält sich wirklich nur mit den Händen fest. Interessante Tatsache. Aus der Vogelperspektive kannst du sehen, dass das Gras im Park in der Form eines friedlichen Atoms angepflanzt wurde. Aus der Vogelperspektive? Top. Das sieht aber alles aus, als wenn die Tore sind. Und das sieht nicht friedlich aus. Was sagt man dazu? Schon wieder dieses Ding. Vorsicht! Eagle 7 Einheiten gelten als gefährlich. Ach komm schon, der ist doch richtig süß. Was ist denn deine Schwäche? Explosion und keine Ahnung, was das Grüne ist. Widerstand gegen alles andere. Ach, der hat mit. Da ist ein Schwachpunkt. Der überlastet, der überhitzt. Alter!
soll ich dem denn ausweichen dann? Oh, das Spiel macht mich wahnsinnig. Tatsache. Aus der Vogelperspektive kannst du sehen, dass das Gras im Park in der Form eines friedlichen Atoms angepflanzt wurde. Aus der Vogel? Was soll es sein, Major? Spiel macht mich fertig, ey. Bitte Vorgang auswählen. Wahrscheinlich, weil einfach schon, es ist schon zu viel Zeit vergangen. Ich meine, gerade hier vorhin direkt der Save. Na, an sowas haben die wenigstens gedacht vor dem Bossfight. Ach, da fehlt mir alles. Das versuchen wir noch. Ach, was sagt man dazu? Schon wieder dieses Ding. Vorsicht! Igel 7 Einheiten gelten als gefährlich. Ach komm schon, der ist doch richtig süß. Dass ich noch mehr von den Dingern hochfahren kann. Muss leider gegenhalten, anders kann ich mir gerade nicht helfen. Nein! Komm wieder! Wird wahrscheinlich noch abgepackter jetzt sein.
War das ein ziviler Roboter? Ernsthaft, dieses Ding! Ein ziviler Roboter? Das musst du noch wissen, Major. Du hast viel mehr Erfahrung mit Kampfrobotern als ich. Hab ich? Verdammt, stimmt. Ja, aber ich kann mich an nichts erinnern. Sie wirken irgendwie anders. Boah, Gott sei Dank habe ich Doom gespielt. Auf hohen Schwierigkeitsgrad. So, aber das ist ein schöner Abschluss für heute. Spiel ist super. Die Bossfights erinnern mich einfach. Wirklich. Dann wird das plötzlich Doom, ey. Du denkst einfach nur, scheiße, jetzt musst du auch noch sprüngen, hüpfen und alles machen. Bitte Vorgang auswählen. Ugh.